Ja, willkommen zu einem neuen Video und zwar zum Herbst-Book-Tag. Ich habe hier so coole Herbstdeko am Start, die stelle ich hierfür mal neben mich. Und den habe ich gesehen bei Lena von Expect to Booktronum. Habe mir jetzt einmal die Fragen aufgeschrieben. Das geht so: Es gibt halt 10 buchthematische Fragen zum Herbst, wo man immer mit einem Buch antworten muss. Und bevor ich groß rumlabere, fangen wir direkt an. Die erste Frage oder das erste Thema mit der Frage ist: Kastanien sammeln. Zeig ein Buch, dessen Reihe du sofort haben musstest. Und das ist bei mir, ich habe die ersten 3 Bücher dieser Reihe, die Postboten-Krimi-Reihe in Cornwall. Das ist einmal Post für den Mörder, müsste Band 1 sein, Mörder unbekannt verzogen und Mordfrei Haus. Und da seht ihr schon, allein diese Titel spielen eben mit dieser Postthematik. Und hier geht es darum, dass in einem Ort, ich glaube in Cornwall, Morde passieren. Und naja, wer kennt diesen Ort und die Menschen in dem Ort am besten? Natürlich die Postboten. Und deswegen ermittelt sie, das soll so ein bisschen in Richtung nicht Cozy Crime, aber so witzig sein. Und ja, freue ich mich sehr drauf. Ihr wisst ja, ich bin England-Fan und von daher war das quasi ein No-Brainer, als ich die gesehen habe. Dann kommt als zweites Regenschauer. Zeig ein Buch, das stark begonnen und dich am Ende aber total enttäuscht hat. Und da musste ich leider Renate Bergmann zeigen. Ganz vorzeitig kommen Geranien dran. Das ist das Buch, wo sie campen geht. Und ich fand die ganze Idee und dieses, ja, die alte Dame und nimmt so ein bisschen die Welt auf die Schippe, fand ich sehr gut. Aber es waren dann nichts anderes als kleine Anekdoten und Kurzgeschichten aneinandergereiht. Und dieses Buch hatte irgendwie keine richtige Handlung, außer dass sie irgendwie verschiedene Geschichten auf dem Trödelmarkt erlebt. Und das fand ich so ein bisschen schade und deswegen habe ich dem Buch auch nur 3 Sterne gegeben. Eben deshalb, weil eigentlich ist es sehr gut und humorvoll und unterhaltsam, aber irgendwie fehlte so ein bisschen bei mir die Prise an, ja, Handlung, sage ich jetzt mal. Das dritte Thema ist Drachen steigen lassen und die Frage dazu: Zeige ein Buch, das dich in ein Abenteuer stürzt. Und ich habe lange überlegt bei dieser Frage. Ich habe wirklich viele Bücher, ich habe überlegt, ob ich Fantasy nehme. Also wirklich viele, viele, die in Frage kommen. Habe mich letztendlich aber entschieden für den ersten Band der Jahrhundert-Trilogie von Ken Follett. Nämlich für Sturz der Titanen. Die Jahrhundert-Trilogie von Ken Follett ist ja seine große, nach der Nightbridge-Serie, wo er mal was Zusammenhängendes geschrieben hat. Er schreibt auch immer mal wieder so Einzelbände, Thriller, Kunsthistorik, Spionage-Dinger. Habe ich auch schon ein paar gelesen. Nightbridge nicht, aber diese Reihe habe ich komplett gelesen. Und ich muss sagen, den ersten fand ich am besten. Der zweite war okay, der dritte war so ein bisschen, also er war vom Schreiben auch gut, aber hat einfach den Grund, der erste Band geht um den Ersten Weltkrieg, der zweite um den zweiten und der dritte um so Kalten Krieg und Berlin und so. Und gerade den zweiten, vor allem den dritten, das hast du halt als Deutscher in der Schule schon 100 Mal durchgenommen. Während der Erste Weltkrieg, den nimmt man zwar auch in der Geschichte durch, aber in der Intensität, wie er hier geschildert wird, bei Ken Follett sind immer verschiedene Charaktere aus verschiedenen Ländern und so. Und allein dieser Anfang mit diesen, ja, Grubenthemen, Kohle, wie auch immer, Abbau in England und den Adel liegen. Und es ist einfach wunderschön. Und es ist ein großes, großes historisches Abenteuer. Später, wenn es dann im Ersten Weltkrieg um diese Stellungskriege, glaube ich, heißt es, geht, wo dann auch die Charaktere wieder drin verwickelt sind. Also es ist, wenn ihr ein bisschen an Geschichte interessiert seid, der erste Band ist eines der lesenswertesten Bücher, was ich je gelesen habe. Aber auch ein Klopper. Aber ich bin, das ist schon ein paar, viele, viele Jahre her, ich bin damals früher aufgestanden, ich habe mir früher den Wecker gestellt, um dieses Buch vor, zum Beispiel als ich im Urlaub war, vor dem Frühstück noch weiterzulesen. Ja, das ist der Wahnsinn. Kann ich nur empfehlen. Dann haben wir Indian Summer als Thema 4. Zeigt ein Buch, dessen Cover gelb oder orange ist. Es müssen aber nicht alle Farben vorkommen. Da habe ich 17 von John Brownlow. Das wurde mal vor ein paar Wochen auf Instagram oder Monaten viel gehypt. Ich habe es mir dann gekauft, bin aber noch nicht dazu gekommen, es zu lesen, leider. Aber es war das einzige gelbe Buch, was ich hier so richtig habe, wo ich gesagt habe, jo,
das passt dazu so richtig. Und das habe ich eben noch nicht großartig gezeigt. So Tags sind ja auch immer die Möglichkeit, mal etwas ältere Bücher wieder ins Rampenlicht zu bringen. Zumindest verstehe ich die so. Das ist aber ein neues Buch und eins, was ich noch lesen muss. Hier geht es um einen Geheimagenten, der quasi so aufräumt und er ist halt Nummer 17 und er muss Nummer 16 töten und er weiß genau, Nummer 18 wird ihn töten. Und es ist so ein bisschen dieses, ja, ich sag jetzt mal, Spionage, Agenten-Action-Thema. Ja, gefiel mir sehr gut, muss ich ganz, ganz dringend mal anfangen. Ihr wisst ja, wie das ist. So viele Bücher, so wenig Zeit. Das fünfte Thema ist Blätterrascheln. Zeige ein Buch, dessen Seiten nur so verflogen beim Lesen. Und da muss ich eins aus diesem Sommer zeigen, und zwar Holiday von T.M. Logan. Da geht es darum, dass zwei Familien, nee, vier Familien, oder was heißt Familien, vier Freundinnen mit, teilweise Familie, teilweise nur Partner, teilweise alleine, haben sich so ein Ferienhaus in Südfrankreich gebucht, weil eine von ihnen ist Maklerin, treffen sich wohl fast jedes Jahr einmal, die sind so alte Studienfreundinnen. Und dann kommen aber Dinge ans Tageslicht, die zu, man sieht hier das Blut am Pool. Naja, die halt so Todesfällen, sagen wir mal, führen. Und dieses Buch ist halt einfach, ich weiß nicht genau, ihr kennt der T.M. Logan vielleicht, ist es oft so, dass ja, normale Menschen in außergewöhnliche Situationen kommen. Und eben hier denkt man sich ja so, ja, Urlaub in Südfrankreich, was kann da schon passieren? Aber da passiert ganz schön viel, weil um die Geheimnisse zu bewahren und so weiter und so fort, gibt Plot-Twist. Ja, 7 Tage, 3 Familien, ein natürliches Geheimnis steht auch drauf. Die perfekte Sommerlektüre. Kann ich nur empfehlen. Dann haben wir Abwarten und Tee trinken als Punkt 6. Zeig ein Buch, bei dessen Anfang du nicht abschätzen konntest, wie es sich entwickelt. Und da habe ich, weil es auch ein Roman ist, das Fundbüro der verlorenen Träume von Helen Frances Paris. Das habe ich am Jahresanfang gelesen. Und da wusste man irgendwie nicht, wo es hingeht. Also der Klappentext sagt halt, okay, hier, diese Dot arbeitet beim Fundbüro, hat persönlichen Verlust und so weiter. Und dann kommt halt so ein Mann ins Fundbüro, meldet einen Vermissten, eine Tasche, glaube ich. Ja, und dann weiß man halt nicht, wird das so eine Love Story, was wird das? Aber es ist tatsächlich eine Geschichte von dem Wert immaterieller Dinge. Weil eine Tasche an sich hat keinen Wert, aber für diesen Herrn waren so viele Erinnerungen und ich glaube noch ein, zwei Erinnerungsstücke darin, sogar mit seiner verstorbenen Frau darin verknüpft und am Ende versucht halt Dot, die eben dort arbeitet, diesen Herrn ausfindig zu machen, als dann diese Tasche irgendwie gefunden wird und kriegt dabei ihr eigenes Leben auch noch auf die Reihe, was vorher nicht so ganz war. Und also hier weiß man wirklich nicht, wo es hingeht. Und es ist aber eine Geschichte, die sich sehr, sehr schön entwickelt. Ich glaube, ich habe dem Buch 4 Sterne gegeben. Es ist ja das perfekte, wie sagt man im Englischen, Palate-Cleanser-Buch. Also wenn ihr mal zwischen zwei vielleicht heavyeren Büchern, wenn ihr mal zwischen zwei hohen Literaturbüchern, zwischen zwei Thrillern, einfach mal was Schönes, Entspanntes zum Zurücklehnen, aber dennoch darüber freuen lesen wollt, dann kann ich euch das Fundbüro der verlorenen Träume nur wärmstens ans Herz legen. Das Punkt Nummer 7, Kuscheltiere, zeigt ein richtiges Wohlfühlbuch. Und ihr kennt mich, da hole ich mal wieder den Staubwedel raus und zeige The Maid. Das Zimmermädchen ermittelt mit diesem wahnsinnig geilen Cover eines Bitte nicht stören Schildes mit dem Zimmermädchen und Blut. Und hier geht es darum, dass die Protagonistin Molly Gray ja als eigentlich Zimmermädchen in einem bekannten Londoner Hotel und da passiert dann ein Mord. Und sie ist so ein bisschen, ich will nicht sagen naiv, aber sie blickt immer nicht so hinter Sachen. Das ist so schön geschrieben, dass der Leser permanent mehr weiß als sie. Zum Beispiel gehen dann da Drogengeschäfte ab und sie denkt sich, warum ist denn da so eine Tasche? Zieht da jetzt jemand ein? So. Aber mein Leser weiß sofort, okay, das sind Drogendeals und so. Und dann klärt sie aber trotzdem diesen Fall auf. Und sie kennt natürlich auch viele Stammgäste und es ist einfach so eine schöne Dynamik. Und trotzdem ist es so richtig, richtig cozy crime. Also einfach entspannt. Und naja, ein richtiges Wohlfühlbuch eben. Kann ich euch nur empfehlen.
Und seitdem weiß ich auch, was runde Ecken putzen bedeutet und dass man das vielleicht nicht unbedingt tun sollte. Das dritte Buch ist Schalstricken, das achte ist Schalstricken, das drittletzte. Zeig ein Buch oder eine Buchreihe, die unbedingt hätte verlängert werden sollen. Und da habe ich natürlich die Trümmermörder-Trilogie von Kai Rademacher. Es gibt insgesamt drei Bände. Der Trümmermörder ist der Auftakt und da gibt es nämlich der Schieber und der Fälscher. Den dritten habe ich noch nicht gelesen, den zweiten habe ich schon gelesen. Also ich bin an dieser Reihe relativ am Ende mittlerweile. Und sie spielt im unmittelbaren Nachkriegs Hamburg. Und mit Inspektor Stave hat Kai Rademacher hier einen Protagonisten ja, kreiert, der es schafft, quasi dieses Gefühl von damals, diese Hoffnungslosigkeit und doch den Aufbruch, diese Gesetzlosigkeit und doch diesen Wunsch nach wieder geordneten Bahnen eben ja, in einem Buch unterzubringen. Und bisher war jedes Buch ein Genuss. Und es ist eben eine ganz neue Perspektive, die man damit erhält. Und die Kriminalfälle sind auch spannend, aber es lebt vor allem eben von der Zeit und von den Gegebenheiten. Ja, wenn ihr an historischen Krimis interessiert seid, dann oder Hamburg-Fans seid, da gibt es viele Orte in Hamburg, die es heute noch gibt, dann ist das euer Ding. Punkt 9 ist das vorletzte Buch. Halloween, zeigt ein Buch, das schaurig oder gruselig ist. Da musste ich natürlich den alten, den guten, den legendären The One and Only Stephen King auspacken. In diesem Fall mit Revival beginnt wie viele andere King-Romane in der Kleinstadt und eigentlich ist alles normal und er kann sehr, sehr gut Kinder beschreiben. Und ein Kind lernt eines Tages so einen Pfarrer kennen und dann ist der Pfarrer aber irgendwie weg und im Laufe der Zeit stellt sich raus, naja, der macht so ein paar komische Experimente mit Elektrik, tritt damit so auf einem Jahrmarkt auf und irgendwann trifft dieser Junge den Herrn da wieder und irgendwie kommen die wieder in Connections mit dem Priester. Ja, und auf dem Jahrmarkt macht er so ein bisschen PR-Show mit so fotomäßigen Dingern, aber eigentlich arbeitet er daran, mit Elektrizität jemanden wieder zu beleben, den er, ich glaube, er oder irgendjemand anderes halt stark vermisst. Und das ist so ein bisschen, ja, am Ende fast schon so Horror, Probanden, Klinik-Horror. Nichtsdestotrotz sehr, sehr gut geschrieben und das hat natürlich wieder eine andere Ebene, ja, innerhalb dieser Experimente, nämlich, was tut man für Menschen, die man eben liebt und ja. Ihr wisst, Stephen King enttäuscht selten und in diesem Fall überzeugt er sogar sehr. Das zehnte ist Lesen im Kerzenschein, zeigt ein Buch, das du im Herbst unbedingt noch lesen musst. Und da muss ich ja sagen, dass am 25. Oktober kommt schon ein neuer Band, nicht Band, sondern das neue Buch von ihm raus, von Sebastian Fitzek. Und ich habe aber das vorige noch nicht gelesen, das heißt Mimik. Man sieht es leider nicht, weil es so ein bisschen spiegelt, aber Mimik. Und hier geht es so um die führende Mimik-Resonanzexpertin. Also da gab es ja auch mal so eine Krimiserie früher, ich weiß nicht mehr, wie die heißt, wo jemand auch der Kommissar quasi so Mimik analysiert hat und dann wusste, okay, lügt der jetzt oder nicht. Und dieses Thema ist hier eben auch eben mit der Hauptperson aufgegriffen. Nämlich mit Hannah Herbst, ja, passt auch namentlich in den Herbst. Das Problem ist halt, dass sie dann einen Fall aufklären soll, wo es ein Geständnisvideo gibt, das sie sozusagen analysieren soll, ob das jetzt stimmt oder nicht, weil sie ist ja die Mimik-Expertin und naja, das Problem ist, in dem Video gesteht sie selbst den Mord. Und naja, das ist so ein bisschen das Thema. Muss ich unbedingt lesen. Und ich habe jetzt etwas länger keinen Fitzek mehr gelesen. War eine Zeit lang die Züge gespalten und mal gucken, ob er wieder delivered. Wie, ja, ich mochte die allerersten, die frühen Fitzeks immer noch am liebsten. Deshalb muss ich unbedingt lesen. Das waren meine 10 Bücher. Schreibt doch mal bei dem einen oder anderen Punkt, was ihr genommen hättet. Vielleicht kennt ihr sogar den Tag, vielleicht habt ihr mitgemacht. An dieser Stelle möchte ich noch
zwei Leute taggen, auch mitzumachen, und zwar den guten Literaturtrunken und den guten Buchbekloppt. Ich werde die auch nochmal, wenn ich daran denke, in Kommentaren versehen. Ganz lieben Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!